Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Mittlerweile das dritte Mal, dass ich das Video auf jetzt nehme. Beim ersten Mal war nur die Hälfte der Produkte drin, weil das, was in dem Paket war, war eigentlich gar nicht geplant. Und da hat die Kamera auch einen Fehler gehabt. Beim zweiten Mal jetzt ist der Akku abgekackt. Also kann ich 15, 20 Minuten vom Video nicht benutzen. Weil ich weiß es nicht, wenn ich in 4K aufnehme und der Akku abstürzt. Also voll, also leer. Kamera geht aus. Ich mache einen neuen Akku rein. Kamera repariert die Videodatei. Funktioniert es nicht. Keine Ahnung. Nehme ich aber in 1080p auf. Kamera kackt ab, Akku kackt ab, was weiß ich. Sage reparieren, repariert hat und das funktioniert. Also ich bin am Überlegen, ob ich von den 4K-Videos wieder runtergehe auf 1080p, um sowas vorzubeugen. So, aber nichtsdestotrotz legen wir einfach mal los. Ja, der Kater ist auch hier zum Schmusen. Also der ist schmusig. Vielleicht hört er auch, dass er schnurrt. Der ist sehr liebebedürftig. Weil es jetzt eigentlich die Schlafenszeit. Ich wollte jetzt eigentlich auch im Bett. Ich wollte. Aber wir haben gerade Fortnite gespielt. Es ist Donnerstagabend jetzt. Und ich würde das Video jetzt hier gerne noch machen, damit ich das morgen bearbeiten kann, damit das halt pünktlich zum Wochenende für euch online kommen kann. Erstens habe ich bei Lidl einen Wäschekorb gekauft. Nichts Spektakuläres, nur ein Wäschekorb. Weil. Ja, mein anderer Wäschekorb ist hier oben und hier irgendwie kaputt. So, die runtergefallen, keine Ahnung, kann sie mir nicht erklären. Und jetzt ist das wie so ein Lämmerschwanz. Und das dauert nicht mehr lange, dann bricht das hier oben halt weg. Und ich mir die Pfoten noch schneide. Das ist mir schon mal passiert. Da ist mir das weg, also beim alten Wäschekorb, da ist mir das hier weggebrochen. Und dann bin ich hier ab eine halbe Foto geschnitten. Und weil ich den Wäschekorb ja brauche, um Wäsche hochzubringen. Oder raus oder halt auf dem Balkon. Ja, kann ja nicht 20 Mal laufen, um Wäsche aufzuhängen. Habe ich mir für 4,99 einen neuen Wäschekorb gekauft. Bleiben wir auch gleich beim Thema Wäsche. Ich habe mir auch noch einen neuen Wäscheständer gekauft. Das ist jetzt ein hochstehender Wäscheständer. So einen hatte ich noch nie. Weil mein einer Wäscheständer ist der eine Bügel abgebrochen. Und beim anderen ist er schon angeknackst. Auf einer Seite hängt er so auf halb acht. Und jetzt habe ich mir entschlossen, ich habe natürlich bezahlt 34 Euro, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss aber jetzt mal testen. Und habe gesagt, jetzt nimmst du den einfach mal und guckst mal nach. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Weil wir würden den Balkon im Sommer auch gerne benutzen. Also zum Essen, Frühstück, Abendbrot, Mittag ist zu heiß. Und zwei so eine langen Wäscheständer sind halt blöd. Und dann halt, wenn man halt so ihn hat, die kann man nicht dicht nebeneinander stellen. Da geht es in eine Höhe. Und dann hätte man halt noch die Hälfte vom Balkon Platz oder über die Hälfte, dass man dann auch noch essen könnte. Die Maße sind 74 cm lang, 59,5 cm in der Tiefe. Und hoch ist er 1,55, also 155 cm. Hat drei Etagen und hat auch hier was zum Anhängen für Bügel. Dass man Strickjacke, Kapuzenjacke, was weiß ich, auf dem Bügel und da anhängen kann, würde dann halt hier schon mal Platz entstehen. Und jetzt muss ich mal gucken. Man hat auch Rollen unten drunter. Da bin ich mal sehr gespannt. Den werde ich jetzt die Tage aufbauen. Vielleicht mache ich da auch ein Video, ich habe keine Ahnung. Und da bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt. Wäre natürlich platzsparend. Ich muss mal gucken, ausmessen. Vielleicht passt der auch von so auf der Seite. Und dann müssen wir mal gucken. Ja. Naja. Und wenn der platzsparend ist und dann nochmal einer im Angebot ist oder halt bei Amazon von einer anderen Firma im Angebot ist oder so, für weniger vielleicht wäre schön, dann würde ich mir vielleicht, wenn das so passt, wie ich das hoffe,
nochmal einen holen und dann halt nebeneinander stellen oder halt so nebeneinander stellen, weil dann hast du immer noch die ganze andere Balkonseite komplett frei und kannst sitzen und hast Platz für den Tisch und hast ihn nicht gesehen. So, dann hab ich, ja gut, das war ja nicht geplant eigentlich. So, machen wir erstmal das, was geplant war. So, vom ersten Video. Ich habe mir so eine Katzenkacke-Schaufel geholt. Also eigentlich habe ich mir die geholt. 1,86 Euro, glaube ich. Mit großen Rillen. Und ich war halt, habe immer so eine Billion gehabt und war eigentlich immer, war okay. Und die hat halt, es hat hier so ein bisschen scharfe Kanten an der Seite. Ist aber okay. 1 Euro noch was. Hm. Und dann stand da halt, die Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, kennt ihr ja, Amazon-Werbung halt, unten immer. Und dann bin ich zu dieser gekommen, die ist ja eigentlich abgeschraubt, die kann man ja abmachen, den Griff. Und das war dann hier in dem Karton halt drin. Ja? Also das ist nicht meine, das ist die zweite. Die ist so geil. Die ist so, so geil. Die ist richtig schön, dickes Plastik, sehr, sehr stabil. Richtig stabil. Man kann richtig schön raussammeln. Also machst einmal komplett durch die Bahn. Machst so. Da hast du nur die Pipi-Klumpen oder Kacke-Klumpen drin. Weg. Nochmal durch. Und dann machst du halt zwei, dreimal, bis du einmal so durchs Katzenklo durch bist. Und dann nimmst du halt die andere Schaufel. Also so eine habe ich dann noch, aber mit kleineren Rillen. Und machst dann halt so den kleinen Kram raus. Weil hier sind auch schön große Rillen. Dass du wirklich nicht zu viel Katzenstreu verschwendest. Dass du wirklich schön... Und nur noch das drin hast. Das ist so, so geil. Also, ich lobe das jetzt nur in den Himmel. Ist es jetzt kein Sponsoring oder so? Nein, das habe ich selber gekauft mit meinem eigenen Geld. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen in Amazon, weil da steht dann auch meine Versandadresse. Und ich habe dann halt noch eine zweite geholt. Also, das ist die zweite für meine Freundin. Meine ist nämlich schon benutzt. Die ist hier schon alles weiß. Noch vom Katzenstreu. Also, kriegst du nie ab. So richtig, weil so den Kram und ich wasche die nicht jedes Mal unter Wasser ab, weil das ist Wasserverschwendung. Und die stinkt ja auch nicht. Aber die habe ich jetzt aufgebaut. Die kam heute mit bei dem großen Paket. Und ich zeige euch das, nicht, dass ihr denkt, ich habe auch extra die Pakete hier. Dass ihr seht, dass das wirklich zweimal die gleiche ist. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich schnacke, mache irgendwie Werbung oder so, kriegt der Geld oder so. Nee. Ich habe die schon gekauft. Ja, und weil ich damit so erst eine und weil ich damit so zufrieden war, habe ich halt dann noch eine zweite gekauft. Da sind auch Buchstaben, Klebebuchstaben drin, dass man da auch einen Namen raufkleben kann oder so. Machen wir nicht rauf, aber bei mir waren die total kurios, die Buchstaben überall verteilt. Also habe nicht nur so auf dem losen Zettel. Bei der Packung von ihr ist alles okay. Die nehme ich nämlich heute mit zu meiner Mutter oder morgen, je nachdem, wenn es nicht mehr so glatt ist. Und dann bohre ich hier ein Loch durch. Das ist so Holz. Und dann kommt hier Kabelbinder durch, also ein Strapse, so hießen sie damals bei, hat Vater mal gesagt, Strapse, kommen dann hier durch, oben zusammen, also etwa, dass halt so viel Luft ist. Dann kommt jetzt so zusammen, abgekniffen und dann kann sie das auch anhängen, an Haken, weil sie hat sich an eine Mülltonne, am Mülleimer Haken rangemacht und dann kann sie das dann so ranhängen und dann hängt das so. Weil hier ist jetzt nichts zum Hängen, deswegen kommt da ein Loch hin. So. Und wie gesagt, ich habe davon, meine davon ist kaputt gegangen. Deswegen habe ich eine neue geholt. Beziehungsweise, na, mir wurde nicht gesagt, warum sie kaputt ist. Mir wurde nur mitgeteilt, sie ist kaputt. Und dann habe ich noch eine, aber halt mit kleineren Rillen. Und mit den kleineren Rillen, wenn du den Kacke-Dinger hochnimmst oder die Pippi-Dinger hochnimmst, und dann hast du noch ganz viel normales Katzenstreu, was du ja noch benutzen kannst. Braucht ja nicht verschwendet werden. Ja? Und du dann musst ja dann stundenlang so machen, damit das dann von der Schaufel kommt. Das ist Kacke. Deswegen habe ich halt die geholt. Und bin damit sehr, 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 sehr zufrieden. So. Dann wurde mir im Stream, und zwar vorgestern, bei Alan Wake, wurde mir empfohlen, weil da hatten wir das Thema Bart. Und das bei mir halt nur hier links und rechts. Ich zeige euch das mal. Nur, das sieht jetzt gerade aus wie ein Sofa. So, links und rechts hier, das wächst und das hier in der Mitte wächst maximal bis hier. Ja? Und dann wächst das nicht weiter. Auch mit dem Oberlippenbart habe ich total Probleme. Also es wächst, aber es wird nicht so dick und voll. Ich hätte gern so ein oh, wie hieß denn der von Magnum? Pierce Brosnan? Nee.
Hey Google, wie heißt der Schauspieler von Magnum? Es gibt 53 Personen in der Besetzung von Magnum, Tom unter Selleck. anderem Tom Selleck und Roger E. Tom Selleck. Mosley. Pierce Brosnan. Wer war denn das jetzt schon Laut wieder? Ach, das ist der. Wikipedia. Nee, also ich meine Tom Selleck. Ja, der hat so einen richtig schönen Pornobalken. Aber so wächst bei mir nicht. Also wächst ein bisschen und dann reicht das auch. Und ich kann das aber auch nicht haben, wenn es mir auf die Lippe wächst. Ja, wie alle anderen haben, die Lippe, die sieht man ja, denn die kann ich überhaupt nicht haben. Ich mache dann immer gehe dann mit der Schermaschine oder mit dem Bartschneider, gehe ich dann immer so vorsichtig lang, damit das auch nicht auf die Lippen hochkommt. Weil auch ein Haar kann ich überhaupt nicht ab. Kann überhaupt nicht ab. Ich finde das schön, aber ich kann es überhaupt nicht ab, wenn mir das auf die Lippe hängt. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und da wurde mir sowas empfohlen, ich kenne so eine Rollen von Influencern, wo mit so Kristallrollen, also Steinrollen und so, für die Sicht sollte gut sein. War ja damals bei hier, wie hießen sie? Och Mensch, die immer eine Katze zeigen, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ist ein Funkformat. Ach Mensch, wie heißen die denn? Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Jedenfalls, die haben das auch schon gezeigt und so. Aber das ist hier so mit so Art Stachelchen sind da so dran, so ein bisschen. Ja, ganz komisch. Das sieht man vielleicht so ein bisschen leicht. Und die wurde mir empfohlen und ich habe den jetzt gefunden für 4 Euro noch was. Ich wollte keine 10, 20 Euro ausgeben. 4 Euro noch was, habe ich gedacht, dafür kannst du jetzt mal mitnehmen zum Testen, ob es überhaupt funktioniert. Weil der hat auch schlechte Bewertungen, weil der soll wohl kaputt gehen. Einige sagen gut, einige sagen, na, der geht schnell kaputt. Für 4 Euro, wenn ich es ein paar Monate oder ein paar Wochen testen kann, ob es funktioniert. Ja, und wenn es funktioniert, kann man sich ja später dann nochmal eine holen, die bessere Qualität hat. Ja, und ja, die soll man dann halt hier so lang gehen. Das sind so kleine, wie so kleine, ganz hauchkleine winzige Nadelchen. Irgendwie fühlt sich das an, also nicht doll. Ja, also hier beim dicken Bart geht das jetzt natürlich nicht durch. Ja, da habe ich hier ein bisschen zu viel. Und unten überall schön lang, da wo wachsen soll. So. Ohrlippe natürlich. Aber hier jetzt zum Beispiel, bei hier, da müsste ich vielleicht mal komplett kürzen. Weil da merke ich gar nicht, dass er durchkommt, ehrlich gesagt. Das soll wohl helfen, wurde mir im Stream gesagt. Ich weiß leider nicht mehr, von wem mir das gesagt wurde. Er hat es bei sich wohl auch gemacht und das soll wohl anregend sein und hast nicht gesehen. Und das soll wohl gut sein. Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch ehrlich gesagt noch vorher noch nie was von gehört. Ich werde es jetzt testen, werde euch auf dem Laufenden halten, werde jetzt jeden Tag mal so ein bisschen rollen, zweimal am Tag oder manchmal auch dreimal. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden, was da jetzt nur Phase ist, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Leider konnte ich im Stream nicht mehr gucken, wer das geschrieben hatte. Das waren halt einfach zu viele Nachrichten. So. Aber dafür gehen auf jeden Fall, danke geht dafür raus. Dann habe ich unter einem Video einen Kommentar gekriegt. Von. Warte. Nachrichten. Kommentare. Unbeantwortete Kommentare. Nee, beantwortete. Beantwortete Kommentare. Der ist ja schon beantwortet. Da ist es. Vom lieben Felix. Rick, also Felix R.E.G. Hi Odin, altes Haus. Oder hey Odin, altes Haus. Kleiner Tipp zu den Akkus. Das war bei dem Video vom Echo Show 5, dritte Generation. Kleiner Tipp zu den Akkus, komm mal. Hol dir die roten von Baxter. Also Baxter.
Ich nutze sie selber in meiner Sony-Kamera, sind viel besser als die Originalen. Naja, weil die haben weniger Power, die Originalen, als die Baxter, davon mal abgesehen. Originalen und schneller, was, besser als die Originalen und schneiden auch immer in den Tests sehr gut ab. Kosten auch nur die Hälfte, also die Hälfte vom Original-Akku. So, da werde ich auch noch ein Video zu machen und dann habe ich mir die gekauft. Die habe ich ja auch auf meiner Liste. Die heißen wirklich, wo steht das hier? Bax Tar, also Baxxtar. Da haben wir dann hier oben zwei Akkus und hier ein Ladegerät. Ich habe mich dafür die Variante mit Ladegerät entschieden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da nur ein Mini-USB-Kabel mit bei ist, weil die ja jetzt mittlerweile alle USB-C haben und ich bräuchte noch eins mit USB-C, ja, was schneller lädt und zuverlässig ist. Und wenn, dann hole ich mir gleich das Komplettpack, um das zu testen. Nicht, dass mein Ladegerät vielleicht sogar schuld ist an meiner Akku-Misere. Und deswegen halt neues Ladegerät und zwei neue Akkus. Und wenn es so gut geht, dann hole ich das nochmal. Aber hier auf dem Bild sind auch zwei Ausgänge oder Eingänge. Es kann sein, dass er USB-C dann doch hat. Da werde ich aber ein separates Video zu machen. Da erstmal liebe Grüße an Felix und vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ich hatte die, wie gesagt, schon auf meiner Liste und habe mich jetzt nach dem Desaster und entschieden, jetzt es muss jetzt langsam sein. Ich brauche jetzt neue Akkus, weil ich habe fünf Akkus. Ich habe einen Original Sony Akku, der hat 950 mA. Dann habe ich zwei noch, die anderen habe ich schon umgetauscht von Oplic, also Oplic. Ja, mit 1050 Milliampere. Diese Dinger, ich werde euch zu den Oplink werde ich euch aber mit einem Warnschild in Link drin packen, wenn ich die bei Amazon noch finden sollte. Ich hatte sie damals bei Otto gekauft. Um Himmels Willen, kauft die nicht. Kauft die nicht. Die funktionieren noch. Die funktionieren noch. Aber die sind dicker geworden. Und die kriege ich aus der Kamera nicht mehr raus. Nur mit Hebelwirkung. Und da, ich möchte die Kamera ja nicht kaputt machen. Deswegen kauft diese nicht. Definitiv nicht. So, dann habe ich hier noch die von RevPower. Oder wie die heißen. Ja, RevPower. Das sind auch, glaube ich, 1050. Ich gucke gerade, wo steht das hier drauf? Nee, 1100 Milliampere Akkus. Ja, also 50 Milliampere als mehr als die OPEC. Die funktionieren auch noch. Die gehen auch rein und raus. Bloß der eine hat, ich kriege die nicht bis 100% mehr zu laden. Maximal den einen bis 76. Gut, manchmal steht auch irgendwas in der 80 da. Und den anderen genauso. Und der eine, ich weiß nicht, welcher das jetzt von den beiden ist, der geht auch einfach mal von 46%, ich nehme Video jetzt auf, und dann von 46% Akku runter auf 10. Und mein Akkusymbol ist hier oben, das ist ziemlich klein. Das kann ich manchmal sehr schlecht erkennen, wenn ich ohne Brille filme oder selbst mit Brille kann ich das sehr schlecht erkennen. Und deswegen kriege ich das nicht mit und dann ist pop aus und das Video kann nicht repariert werden. Richtig scheiße. Ich hoffe, dass das jetzt ein Ende hat. So, oder ich stelle wieder auf 1080p um. Dann habe ich mir gekauft, was eigentlich auch überhaupt nicht in Planung war jetzt, aber ich war so ein geiles Angebot bei Amazon. Also ich habe für meine Frau habe ich geguckt, weil die ja unbedingt einen Handstaubsauger sucht. Also damit er das versteht, warum ich danach gesucht habe. Die hat einen Handstaubsauger gesucht, aber die wollte nur einen Handstaubsauger für die Couch absaugen und hast nicht diese kleinen Ecken saugen. Und da habe ich einen gefunden mit oben und Stab, sag ich, hier kannst du doch dann gleich als Staubsauger nehmen, weil du willst ja sowieso nur so einen kleinen, du willst den großen ja nicht immer mit hin und her transportieren, du hast nur so ein Stück Teppich und du willst ja nur die Ecken mal machen, sonst fegst du ja meistens. War ihr nicht recht, wollte nicht. Und dann wurde mir aber angezeigt, Staubsauger hier ist halt auch so ein Handding, ja, mit Rohr hast du nicht gesehen.
Und Akku, 40 Minuten hält der wohl. Reicht mir aus für meine kleine Wohnung. Für jeden Raum so 5 Minuten. So in etwa, wenn man so grob rechnet, ohne jetzt Couch abzusaugen. Das kann man ja danach laden. Oder wenn dann noch Akku drauf ist, kann man noch ein bisschen Couch absaugen. Ja. Oder halt mal schnell, wenn wirklich nur die Küche was ist, wenn Tigger wieder mit Katzenstreu so rausgeschmissen hat, so, yippie-ka-yay, ich komme gleich in China an. Und die Hälfte draußen liegt oder so. Dann kannst du den mal schnell rausholen, weil ich habe einen Schrank im Flur. Das ist so ein eingebauter Schrank, so ein Wandschrank. Und da ist mein Dings drin, mein Staubsauger, mein Wischheimer, Lappen, Besen, alles drum und dran. Aber der Staubsauger ist richtig fett. Mein Bosch-Staubsauger ist richtig, richtig, richtig fett, groß und schwer. Der ist auf der rechten Seite ziemlich weit hinten. Also ist ja so tief ist der nicht, aber hinten und vorne habe ich dann halt so die Besen und das alles, weil sonst passt das nicht. Und die weiß ich nicht, wo ich die sonst hinmachen soll. Und wenn ich jetzt hier mal einfach so, Tiger hat mal wieder, wie gesagt, eine Küche, nur eine Küche, alle andere, ich habe gefegt, habe gewischt gehabt und dann auf einmal 3 Stunden später oder nächsten Tag sagt Tiger sich, Mensch, ich buddel mich mal nach China durch und dann sieht es in der Küche aus wie Sau. Da hast du keinen Bock, diesen großen Staubsauger rauszukramen und das alles wieder reinräumen oder auch daneben stellen, saugen und dann rein und dann das wieder rein. Da hast du keinen Bock. Und ein Kumpel hat mir empfohlen, weil der hatte nämlich das gleiche Problem. Also die Katzen, also er hat 2 oder 3? Haben die jetzt schon 3? Ich glaube 2. 2 Katzen. Und, also, nee, also nicht er, also er hat eigentlich einen Hund, sie hat die Katzen. Aber im Endeffekt ist es so, der Hund ist bei ihr und die Katzen bei ihm. Wenn sie auf der Couch liegen. Und wenn der Hund mal Dreck macht oder die Katzen oder so, sagt er, jedes Mal den Staubsauger rausholen, wegen einer kleinen Stelle oder nur mal Küche schnell durch. Das ist zu aufwendig und den Kabel ziehen, dann hast du nicht gesehen. Du willst ja einfach nur raus und wieder rein in den Schrank. Und da hat er gesagt, hol dir sowas. Und das ist mir dann ins Gedächtnis gekommen, wo ich den dann gesehen habe und den Preis gesehen habe, weil da war so ein orangenes Schild, 20% Rabatt, dann noch ein grünes Ding, 50% Rabatt oder was das war, keine Ahnung. Und ich habe den für einen richtig, richtig schmalen Taler gekriegt und da musste ich dann halt einfach zuschlagen. Also einen schmalen Taler zu dem, was er eigentlich kosten sollte. Und deswegen habe ich mir den dann geholt. Ja, 40 Minuten sollte mir reichen. Mit Rohr und hier und dann Filter und kannst du auch aufklappen und dann verschiedene Aufsätze, dass du Couch machen kannst und alles. Ja, und der kommt dann halt auch in den Schrank und den kann ich dann einfach zack rausnehmen, saugen und dann kommt er wieder rein. Ja, und dann kannst du den laden. Was ist mit dir? Ich brauche doch den Karton noch. Bibichen. Ja, ich weiß. Du kriegst den, wenn Papa fertig ist. Papa macht die Tage das Video zu dem Staubsauger und dann stelle ich dir den in Flur oder hier ins Wohnzimmer. Okay? Dann hast den Karton für eine Weile für dich. Aber ich kann ihn nicht die ganze Zeit stehen lassen. Irgendwann muss er weggeschmissen werden. Okay? Der nimmt Platz weg. Kommst du raus? Nee, du kommst nicht raus. Katze hat Karton entdeckt. Ja, da stehst du drauf. Ich weiß. Aber komm halt, mach mal wenigstens Platz hier. Ich will den Staubsauger wieder reinräumen. So. Ach, Gott. So. Na komm, mach mal Platz. Dann mach doch mal Platz mit dem Popo hier. Komm, weg. So, so, zack, zack. So, raus. Och, du kriegst ihn danach, versprochen. Danach kriegst ihn, wenn er leer ist, okay? Ich habe hier das ganze Zeug drin und was einzeln ist. Oh, wo ich noch Videos separat machen will. Damit ich das nicht vergesse, sonst ich bin so verplant. Dann wundere ich mich. So. Oh, komm her. So. Ja, das soll es jetzt auch dazu soweit gewesen sein. Also wenn ihr da noch Fragen habt, in die Kommentare posten natürlich. Ja, darum habe ich mir den geholt.
Ich hoffe, der verspricht auch das, macht auch das, was er verspricht. Wenn nicht, dann geht er sofort wieder zurück an Amazon. Dann, weg. Ja, mal gucken. Daumen drücken. Ich hoffe, das war kein Fehlkauf. Daumen drücken. Ich habe auch, was ich euch jetzt hier auch schon mal verkünden kann, ich habe auch schon wieder bei Temu bestellt. Und ich wurde von einigen von euch gebeten, mal HDMI-Kabel bei Temu zu testen. Ich habe Temu auch mal angesprochen drauf, weil ich konnte halt nur zwei bestellen und habe mir dann auch. Ach, Mensch, Katerchen. Du triffst es immer nicht. Was ist denn mit dir los? Bist du übereifrig? Der kommt manchmal mit dem Mitte weiter irgendwie nicht klar. Irgendwie keine Ahnung, was mit dem ist. Oder bist du schwer geworden, wa? Obwohl er nicht schwer ist. So, jedenfalls habe ich mir das bestellt und noch ein paar andere Sachen, noch was anderes, was ich testen wollte, was mich neugierig gemacht hat, werdet ihr dann im Video sehen, um das zu testen. Und dann halt noch was für die Wohnung bestellt, was ich schon die ganzen Bestellungen davor mitmachen wollte, aber immer vergessen habe, beziehungsweise weil da andere Sachen wichtiger waren. Und dann habe ich Temo auch mal angeschrieben, die geben mir auch noch mal so ein bestimmtes Kontingent für das, was ich Geld ausgeben kann, um HDMI-Kabel zu bestellen. Ich glaube 30 € oder so waren das. Und dann werde ich noch ein paar HDMI-Kabel bestellen aus verschiedenen Preiskategorien und dann gucken, ob sie das versprechen, was die Kabel hergeben sollen. Also 2.1-Kabel mit 8K, 60 Hertz, beziehungsweise 8K kann ich nicht testen, habe keinen 8K-Fernseher, aber die 4K mit 120 FPS und ob VR mit bei ist, allem mit bei ist, kann man ja durch die PlayStation und durch die Xbox gut testen. Das kann ich euch versprechen. Da werden mal gucken, wie viel ich denn noch kaufen kann von den verschiedenen Preiskategorien. Ich werde dann halt mal nicht so lange, ich werde auch wahrscheinlich in kürzere, mittlere, also 3 Meter werde ich auch nehmen und so. Das halt von jeder Preiskategorie habe ich gedacht, so im oberen, im mittleren und im unteren Bereich so kürzere und längere Kabel mit bei sind. Dass da alles mal abgedeckt ist vom und dann gucken wir da mal nach, ob die Qualität denn mit das, also ob das eingehalten wird, was versprochen wird. Oder naja, ich bin mal gespannt. So, das soll es jetzt aber dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Und wir sehen uns im nächsten Video, Livestream oder so wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.